Könnte man das in einem Staubsauger immer so von ihrem Kopf? Dieses Bild einfach. Yes! Boom, boom! Hey, 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 hey! Also da, da, jetzt, jetzt, jetzt! Hallo! Bevor die Show heute losgeht, möchte ich kurz ein paar Worte loswerden. Falls ihr in der nächsten halben Stunde nicht verstehen werdet, was in manchen Situationen abgeht, keine Sorge. Wir haben teilweise auch keine Ahnung mehr. Bei Mary liegt's am Bein und bei Aura am beeinträchtigten Kurzzeitgedächtnis. Habt dennoch trotzdem viel Spaß bei dieser Shitshow und vergesst bitte nicht, die beteiligten Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen. Los geht's, die wilde Fahrt. Herzlich willkommen zu Velvet Curtains, Folge 5. Unser Special Best of Shitshow, die wir hier veranstalten werden. Wir haben uns die letzten 4 Editionen von Velvet Curtains angeschaut und haben die komischsten Momente, die gruseligsten Momente, die schönsten, die bestgeschminktesten, die ja. All diese Momente, das Beste aus 10 Jahren Fernsehgeschichte. Aus jahrelanger Velvet Curtains haben wir jetzt das Beste zusammengesucht hier. Und werden es euch heute präsentieren. Ja, ihr habt das Vergnügen heute mit uns diesen kompletten Abend einfach ja, uns zu ertragen. Und wir beginnen mit der ersten Folge. Wie alles begonnen hat mit Alternative Creatures. Kurze Randnotiz dazu, kleine Vorgeschichte. Wie ist Velvet Curtains eigentlich entstanden? Das sollten wir vielleicht mal erzählen. Ne? Die Leute gucken das ja auch einfach. Die wissen ja gar nicht, warum die das gucken. Ne? Also, ich glaube, das hat so angefangen, dass wir uns halt random über Instagram irgendwann mal kennengelernt haben. Danach warst du so, boah, ich habe irgendwie Bock, eine eigene Show zu machen, weil die in Deutschland irgendwie alle scheiße sind. Und ich so, ja, da stimme ich dir irgendwie zu. Und dann haben wir uns das innerhalb von einem FaceTime-Call komplett Velvet Curtains aus dem Arsch gezogen. Und seitdem läuft's. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr immer wieder zahlreich zuschaut. Und ja, gucken wir uns mal an, womit alles begann. Ja, okay, hier haben wir das Intro. Eine tolle Sequenz. Bevor der Ton kommt und Farbe kommt, ist das Ding super. Das war auch noch, bevor wir in irgendeiner Art und Weise von Freunden Schauspielcoaching bekommen haben. Und ich glaube, man sieht's. Also, sobald ich reingeplatzt bekomme, sieht man dann so, ja, nee. Ja, nee. Ja, genau, Gwendolyn macht hier auch ihren ersten Auftritt. Aura, wir sind schon zu spät. Wie spät ist es denn? Es ist kurz nach 7. Wir schlägen den dicken Lippen aus, wir sind. Komm, Gwendolyn! Man merkt halt absolut, dass wir noch nie in unserem Leben geschauspielt haben. Vor allen Dingen in der Szene. Die Szene, boah, das nee. Die tat sogar weh zu drehen. Wir wussten, als wir sie gedreht haben, nee, das wird nichts. Das ist, ja, it's only going downhill from here, ja, genau. Als ob wir predicted haben. Every time I walk in the club, they end on me. Ja, und hier kommt jetzt auch eine Sequenz. Ja, ich glaube, ihr seht, warum wir das jetzt nicht mehr machen. Wir haben einmal versucht, vorher zu lip-sinken, haben wir halt auch direkt danach wieder gelassen. Ich glaube, am Ende der Folge sieht man auch, wie mies ich mich in diesem Ding gemault habe. Ich habe mir wirklich frontal mit der Fresse hingelegt, einfach nur. Und was, ich meine, das war halt auch nicht mal Rock, das war halt nur Macarena, einfach nur. Hey, 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 hey. Auch einfach dieses absolut homophobe Lighting, was wir da noch haben. Wir sind ein... Was ist das? Guck dir mal an, wie weiß wir sind. Cassidy. Wir sehen sagen aus, wir doch so, wir haben inzwischen sehr viel gelernt. Wir sehen aus, als ob wir aus dem Leib Käse rausgeschnitten wurden. Scheiße.
wir springen einfach mal. Ah ja, meine können wir überspringen. Ja. Ja. Durch, okay, die, durch diese Performance habe ich dann auch final entschieden, ja, ich stöpsel jetzt einfach nicht mehr. Lol. Lucy. Dieses Make-up und meine Pussy. So geil. Ich bin immer noch haunted davon, dass sie tatsächlich sich die Mühe gegeben hat, 6 verschiedene Looks zu machen für uns. Ich meine, das wird ja jetzt mittlerweile schon getoppt. Also, Leute, falls ihr mitmachen wollt, ihr den Extremsport sehr viele Looks in einem Musikvideo gerne auch mitmachen wollt. Wir sind mittlerweile bei 9. Falls ihr Bock habt, könnt ihr das gerne übertrumpfen. Ich meine, man muss nur ein bisschen hobbylos sein dafür, um sowas zu machen. Bei uns wird es immer gerne appreciated. Also, wer auch immer von unseren Contestants jemals über 20 Looks in einem Video haben wird, ich sage das jetzt hier nach der Kamera, wenn irgendeiner von unseren Contestants einmal 20 Looks oder mehr in einem Video hat, ich paypal dir 5 Euro. Ich schwöre auf Gott. Ob die 5 Euro es dann wert sind im Endeffekt? Mehr kann ich einfach nicht geben, okay? I mean, look at this, so... Du kannst mir halt nicht erklären. Wäre ich auch gerne beste Freunde mit. Ja, erstens das und zweitens, du kannst mir halt nicht erklären, ne, dass sie das gefilmt hat und das dann editiert hat und sich nicht gedacht hat, ja, ich werde halt 100-mal geiler sein als alle anderen. Ich glaube, die holt sich halt regelmäßig auf der Bein runter, ne? Ich würde es auch machen, würde ich so aussehen. Auf jeden Fall. Yes! Ich weiß noch, als wir das erste Live-Viewing hatten, noch mit so allen dabei. Die kamen, also wirklich Lucifer kamen und alle 10 noch gleichzeitig. The Make-up. Dieses Bild einfach nur hat sich so in meine Netzhaut eingebrannt, als ich das editiert habe. Guck dir dieses Panty an. Gefakter Versace-Schlipper vom Primark. Das hat sich bei mir eingebrannt. Das Ding ist aber auch, das beschreibt halt unsere Freundschaft komplett. Das ist Velvet Curtains einfach nur. Und in der Mitte Gwendolyn. Perfekt. Yes. Gwendolyn's always serving face. So, Eddie war halt wirklich so, nein, das ist mir nicht edgy genug. Ich mache jetzt einfach ein zweites Video und kleister es einfach da hinten dran. Wir dachten, als wir das gesehen haben. Mit Kleister im Gesicht nachher. Wir dachten halt noch so, ja okay, so ist ja ganz nett gemacht und so, ist halt literally aneinander geklatscht und so. Das haben wir dann im weiteren Velvet Curtains Folge noch ein paar Mal gesehen, auch von anderen, dass man wirklich einfach mehrere Videos einfach nimmt, einfach aneinander cuttet einfach nur. Die hat halt irgendwie einfach nur ihr Handy an die Decke geklebt. Ich finde das so geil. Mit so einem Stück Folie einfach so. Geiler. Die nächste Performerin ist eben... Ja, da merkt man jetzt, du kannst nicht reden, ne? Ihr voller Name ist Deborah... Unsere nächste Performerin ist ebenfalls aus dem House of Genesis. Ihr voller Name ist Deborah Black Friday... Ich möchte anmerken, auf meiner Hand stand nix, ne? Auch bekannt als Debbie. Zu ihr muss man am Anfang sagen, ich habe hier eine... Debbie! Neben und hab Popcorn gegessen, ganz ehrlich. Willst du was sagen? Kommt jetzt das von meiner Drag-Daughter? ich glaube, sie köpft mich und dich, wenn wir in der finalen Version nicht die angekattete Version zeigen. Deswegen, falls du dich dazu entscheidest, die angekattete Version reinzuschneiden, entschuldige ich mich jetzt schon mal für das, was ihr gleich sehen werdet. Not safe for life. Kommt die nächsten 3 Minuten einfach mal nicht hin, wenn ihr leicht getriggert seid und einen flauen Magen habt, wie ich zurzeit. Ja, es ist ein unfassbares Desaster, dieses Video eigentlich. Ich habe es gefilmt, ich bin immer noch traumatisiert und es ist eigentlich das Beste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich hasse es so sehr, oh mein Gott. Ich habe so eine große Hassliebe zu dem Video. Das ist der einzige Shot, wo ich zugebe, dass ich das wirklich ekelhaft gefilmt habe. Das ist das einzige, komm nicht mehr. So lebt Donald Trump in Wirklichkeit. So lebt genau so lebt er in Wirklichkeit. Genau so. Also es ist absolut Kunst, muss ich sagen. Weil für was anderes geht, also das kann man nur als Kunst deklarieren. Museum of Modern Art, New York, los geht's. Und das hat Spaß gemacht zu filmen, das habe ich gemacht. Vor allen Dingen wieder der Ketchup links
am Sofa hängt. Der hat so hart verfehlt einfach. Ich 100 verpräst sie ins Auge, ne? Und denke so. Ja, und da. Das, wenn wir lustig sind, tun wir jetzt das richtige Einblenden. Vielleicht blendest du nur das ein, wo sich da auflöffelt. Das muss man wirklich nicht sehen. Wie es auch nie auf ihrem Instagram hochgeladen wurde. Sie schreibt hier, I will be uploading the uncensored version on my Instagram. Weil sie halt zwei Tage lang Track aufgenommen hat. Ich finde, das ist auch so ein dieses Punkt ganze im Leben. Video war ein fucking Schrei nach Hilfe. Das ist auch so ein Punkt im Leben, wo man dann auch einfach mal aufhören will, ne? Immer noch meiner Meinung nach bestes Intro, was wir je gemacht haben. Ja, also das war wirklich... Das war die Effort. Ja, und man muss halt einfach sagen kurz, wir haken hier mal kurz ein, das, was wir dir da angemutet haben, hat schon fast an Körperverletzung gegrenzt. Ich habe an einem Punkt halt wirklich diese Tinktur aus heißem Wasser, pinker Acrylfarbe, Backpulver, Oregano und Dill. Dill. Heilsteinen, einen ganzen Klopfer in der Flasche noch war da drin. Da war Wodka drin. Ich hab da wirklich nur gemacht. Und ich hab mich fast übergeben, weil meine Zungenspitze den Scheiß so berührt hat. Da ist es passiert. Da. Zwei Sekunden später habe ich mich fast in das Ding rein übergeben. Um diese blubbernde Masse hinzubekommen, erstmal gegoogelt haben. Lustige Chemie-Experimente zum Selbermachen. Weil wir also verrecken kein Trockeneis bekommen haben. So, und hier war dann auch die erste Folge Velvet Curtains, die wir mit professioneller technischer Unterstützung gemacht haben. Ich finde, das sieht man fast gar nicht, dass wir das professionell haben machen lassen. So im Gegensatz zur ersten Folge. Können wir mal anmerken, wie fucking geil ich aussehe? Du siehst auch ganz süß aus, aber kannst du mal acknowledgen, wie geil ich aussehe? Ich habe die gleiche Wig an, lol. Du siehst halt einfach nur aus wie die Drag-Version von Legolas. Ja. Und die Lips trotzdem so, was für Fairy Tale. Dumme Ho. Ja, das war auch eine Nummer, die hat ganz, ganz viel Spaß gemacht zu filmen. Also ich hab's gefilmt, du hast geworfen. Du hast geworfen, als ob du was gegen sie hättest. Ja, die werte Madame Amok. Die werte Madame Amok. Also das war ein Dreh, der hat richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen der. Wie sie einfach diese wie wir aber auch absolut einfach unreife Lebensmittel einfach genommen haben, nur damit es noch schöner ballert einfach. Jack so riecht mit Schmackes auch noch. Und Ophelia hat sich extra die Nippel abgeklebt und einer von euch beiden hat ihr so mies auf die Titte geworfen, dass der Nippel rausgefloppt ist. Dem aufmerksamen Velvet Curtain-Zuschauer fällt dieses Set vielleicht auf und dem noch aktiveren Zuschauer fällt auf, dass sie gerade meine Wig trägt. Ich glaube, gefühlt halb NRW hat diese Wig schon angehabt von mir. Okay, jetzt kommt ein absolutes Trainwreck. Nur Liebe an euch, keine Sorge, wir lieben euch trotzdem. Wir lieben euch, aber... Aber Bro. Die Looks sind auch cool, ne? Das also, muss man auch sagen, jeder Look war auch echt cool. Aber halt, where's the cohesiveness, where's the storyline, where's anything? Daisy's now a transvestite hooker. A transvestite hooker from outer space. Dieser Puzzle, den sie auch auf dem Kopf hat. Ist das echt ein Wig? Das sieht aus... Das sind nicht ihre Haare. Das sieht aus, als könnte man das in einem Staubsauger immer so von ihrem Kopf runterziehen. Aber wenn das eine Wig ist, hat sie sich jetzt wirklich einfach nur so drei gecurlt, so drei gecurlte Bangs einfach so hintereinander einfach reingepinnt. Ich will wiederholen, nur Liebe an dich, Lena. Minora. Wir müssen einfach sagen, ich liebe Minora als Person.
Als Person, ja. Ich liebe Minora. Ich liebe Minoras TikTok-Stories. Und wenn wir also alle 300 Jahre schreiben wir auch miteinander und beleidigen uns eigentlich nur. Aber das ist auch ganz geil. Oh, diese Performance ist halt schon choices. Naja, ich meine, ich habe gesehen, wie Minora im Club zu Baby Shark performt hat. Ich erwarte nichts mehr von der. Also da, jetzt. Ich glaube, wir sollten aber auch mal kurz öffentlich sagen, wir sind auch kein Stück besser, ne? Also wir machen uns halt auch gerade einfach nur so für Lolz auf die Leute lustig. Ja, wo du recht hast, stimmt schon. So, ich meine, du kaust es abends nur mit Editing-Skills und so raus, aber wir sind halt echt nicht besser als die, über die wir uns gerade lustig machen. So, eigentlich sind wir schlimmer. Also ich würde schon sagen... Was denn? Ich soll doch hier anfangen, darf ich einfach machen? Hä? Ja, aber dann sofort da runter. Okay. Sieht full on mein Asshole einfach. So einfach. So die ganze Zeit so, you like that? I bleached it. Fucking female Gremlin. Sieht aus wie so ein Wasabi-Oreo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine schwarze Granddaughter hier. Willst du mal ins Bild kommen? Willst du mal beweisen, dass ich nicht rassistisch bin? Ich glaube, das passiert einfach, wenn man hässlich ist, ne? Jetzt bin ich nicht so ein Lufer wie du. Lufer? Ja, du siehst aus wie so ein Badeschwamm. Academy Award. Ich möchte noch mal anmerken, ich weiß nicht, was mit Mary Lou's Neck los ist oder mit meiner Hand, aber ich kam mit meiner Hand einmal um ihren Hals rum. Ich finde es auch toll, wie sie sich ja noch nicht wehrt, so gar nicht. Sie ist einfach nur so, I'm here, I'm queer, I'm living. Da waren halt so gute Sachen dabei, wir können uns halt jetzt über nichts lustig machen, ne? Nicht wirklich. Das ist ein bisschen das Problem. Ich bin halt immer noch schockiert von dem ganzen Video einfach nur. Yes! Boom, boom! Ich liebe das auch einfach, wenn sich Drag Queens Zähne auf ihre Lippen machen und dann nochmal Zähne haben und es dann so zwei Reihen von Zähnen sind. This bitch takes me out. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich verstehe nicht, er hat sich so viel Mühe gegeben, diesen kompletten Look mit einer Bastelschere, mit Acrylfarben zusammenzuzimmern. Und dann stellt er sich vor eine Kamera und packt ihn hochkant. Choices. Aber hat er nicht danach sogar noch gesagt, das ist mir nicht mehr aufgefallen. Wie kann man das denn editieren und nicht die schwarzen Balken sehen und sich denken... Ist da überhaupt Edit drin? Nein. Siehst du? Der ist aufgenommen und abgeschickt. Safe hat Elaine das aufgenommen und in dem Look hat das dir noch geschickt. Also, fuck, ich bin zu spät. Senden. Falsch hinauf, fuck. Aber das Ding ist... Der Look und das ganze Ding halt ist so geil. Das ist so geil, dass es eigentlich nicht mehr auffällt eigentlich. Wir können halt noch nicht mal was sagen darüber so. Hier ist jetzt unser Zoom-Call. Zalet Lucifer hat hier versucht, aus irgendeinem Grund 8 verschiedene Looks. Ich kann nicht zählen, 8 verschiedene Looks. 8 verschiedene Looks. Nee, 6. Aura! Du bist das Brain von uns beiden. Ich gehe kurz in die Mathe-Nachhilfe, sorry, tschüss. Ich meine, Nachhilfe, Zoom-Call, ne? Thank you.
Darf ich mal kurz dazwischen, du hast die Brille auf. Danke. Aber wir können ja mal kurz gucken, ob... Ja. Ja, ich würde sagen, let's boogie boogie, ne? I'm quitting. Auf, rahmst dir ein. Das eine Mal, wo du den besoffen erlebst. Wir reden ja jetzt erstmal darüber. Boah, mein Gott, warte mal. Wir reden ja jetzt erstmal. Warum habe ich jetzt erwartet, dass du dich überwippst? Du drehst dich um, kotzt so komplett casual so. Okay, hab Feine, gell? I wanna go home. Okay. Honey. Hi. Hi. Hi, welcome to Chili's. Wet ass pussy juice, now only $5.99. Du hast die Diätversion, ne? I got only semi-moist pussy potion. Ja, irgendwie shit, das müssen wir ein bisschen leer machen. Ja, lass einfach so beginnen. Ja, honey, that's alcohol abuse, stop this. Will ich was gucken? Weißt du, was die gute Madame Charme kann? Die kann fucking Fahrzacken gehen. Die kann nicht kreuzweise. Dann kann der sein Lenschen fucking suck my farts. Period. Ja, wo wir bei Fahrzacken sind. Puerto Rico. Bad King Tiana. Aber ich kann so scheiße labern einfach nur. Okay, so ein Tunnel hier runterkühlen. Ja. Wir müssen so. Glücklich? Nimmst du mich gerade von ganz nah? Oder? Ganz nah. Ganz nah. Ja, hi guys! Wir sind jetzt an unserem Set von dem Alien Attack Intro. In irgendeinem Baukeller. In unserem Baukeller im Café Franzmann. Ja, das hier ist Linda. Das da vorne ist Judy. Und das ist Mark Zuckerberg. Und zusammen werden wir jetzt gleich hier TV-Geschichte schreiben, I guess. Obwohl wir noch nicht beim TV laufen. Mary, unterhalt doch auch mal die Leute. Ja, warte, kann ich die Kamera drehen? Nein, kann ich nicht. Oh, wow. Sexy Schmexi. Und, hast du Bock? Total. Ich finde es auch toll, dass ich jetzt heute rausgefunden habe, dass wir morgen 2 Folgen drehen. Toll, dass ich das so vor 10 Minuten rausgefunden habe. The more you know. Bin top vorbereitet. Aber I look so fish. War noch auf? Ja. Oh wow. Guck mich an, wie kann ich mich nicht aufnehmen? Look at me. Then look at yourself, then look at me again. I'm gonna throw a fucking chair at you. Bitte. Dann muss ich den Scheiß für dich filmen. Nimmst du gerade immer noch auf? Ja, ich nehme mich dich wieder auf. Yeah, like, share, subscribe, I guess. Was sagen YouTuber noch so? Irgendwas mit Patreon und OnlyFans. Achso, ja, also ihr könnt uns auch auf Patreon oder auf OnlyFans unterstützen. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Alien Attack Folge 4.
letzten Monat gedreht wurde, ja, ja. Die letzten Monat gedreht wurde. Ja, ja. Wir produzieren das hier nicht vor. Nein, Leute. Nein, es ist absolut nicht, dass wir jetzt danach hier jetzt Alien Attack drehen. Nein, nein. Ihr kriegt nur den besten High-Quality-Content jeden Tag frisch rausgepumpt von nein, uns. Nein, wir sind nicht burnt out, nein. So, und wir gucken uns jetzt Artis Video an, weil... Das ist halt, Ich war halt wirklich überrascht vom Glow-Up von Folge 1. Es war ein fettes Step-Up, wirklich. Aber ja. Man muss aber auch sagen, die Dangerous Woman McDonald's Vergewaltigung, das war halt wohl ein Schrei nach Hilfe. Ich liebe es. Weißt du, wie viel Clown-Paint in dieser Performance alleine misshandelt wurde? Und das ist halt Art. Das ist mein favorite Look. Und das ist halt die Energy, die Arty in Drag eigentlich wirklich hat. Ich weiß nicht, was bei Dangerous Woman war, aber das ist halt Arty eigentlich. She's showing us versatility, she's a bit scary, she's a bit sultry. Wo? Wo ist das sultry? And she's 100% stupid. This is prime art. This is everything. Bitch. Dieser Macarena! Jetzt kann's! Oh, Aura meint, dass ich keine Quality habe. Ich hole mir jetzt eine Drohne. Hat die sich eigentlich extra dafür nur diese Drohne gekauft? Oder? Nicht gekauft, entweder gemietet oder auch nur ausgegeben. Nee, die war halt wirklich so, oh, you wanna have Quality. I appreciate that. Das war so ein cooles Video einfach. Das Ding ist ja Mack auf die Meier nur drauf gestempelt. Kleine Taschenlampe brennt, schreib ich lieb dich in den Himmel, oh dann weiß ich es genau. Ja, okay. Okay, Kinners, das war's. Das war Velvet Curtains Best of 2020. Ich hoffe, euch hat die Clown-Show gefallen. Es sind Tränen geflossen. Mehr nicht, das mehr, war's. Mehr nicht. Wir haben eigentlich nur geheult über die Sachen, die hier uns präsentiert wurden. Nochmal vielen lieben Dank an alle Leute, die mitgemacht haben dieses Jahr, an alle Leute, die an unser Format glauben und immer gern dabei sind. Supporten und auch den ganzen Performern auch regelmäßig Geld auf PayPal spenden und so, da wir genau, das ist das Allerwichtigste. Das hier ist alles sozusagen eigenfinanziert von allen Leuten und niemand bekommt da Geld für. Das heißt, falls euch wirklich etwas von dem, was ihr hier jetzt gesehen habt, über was wir uns auch immer lustig gemacht haben, falls euch irgendetwas davon gefällt, schaut gerne auf velvetcurtains.de vorbei. Und hier eingeblendet. Und genau, gebt den Leuten bitte... Money. Ja. Ja, und wir können ja schon mal ein bisschen anteasern, was mit Velvet Curtains in 2021 passiert. Natürlich sind wir wie eine Geschlechtskrankheit. Uns wird man nur sehr, sehr schlecht los. Wir sind halt nicht herpes, wir sind gonorrhoe. Uns wird man noch loser schwierig. Und noch loser schwierig. I'm pretty not smart. Ich glaube, wir haben heute mehrmals unter Beweis gestellt, dass ich nicht weiß, wie man redet. Tu jetzt nicht so. Also. Ich wiederhole gerne wieder. Ihr habt Subtitles. Heult nicht rum. 2021 machen wir natürlich weiter. Es gibt interessante Themen, es gibt skandalöse Themen, durch die wir gehen werden. Denn
wie immer kann man eigentlich sagen, Velvet Curtains wird keine leichte Kost sein. Nein. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ansonsten euch frohe Weihnachten, frohes, was auch immer ihr in der Winterzeit feiert, falls ihr feiert. Fröhliches Neujahr, guten Rutsch. Und dann schauen wir mal, hoffen wir mal, dass 2021 cooler wird als 2020. Hoffen wir einfach mal, dass das FISA Biontech Vaccine da mal irgendwie funktioniert. Ich will mal wieder auf der Clubtoilette kotzen und nicht zu Hause. Alright, ja. Dann sehen wir uns. Ja, ich würde sagen, wir stoßen an mit unseren Wassern. Und ich würde sagen, Sippy Sip und Uwo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Gut. Trainwreck. Prison. Okay, war's das? War's das mit Best Of? Kann ich meine Lashes abreißen? War's das? Genau, meine Lieben, das war's. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns 2021 wiedersehen. Bussi Bussi, Tschüssi Koski. Könnte man das in einem Staubsauger immer so von ihrem Kopf? Dieses Bild einfach. Yes! Boom, boom! Hey, 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 hey. Da, jetzt.